Recording in progress. So, herzlich willkommen, liebe Band, zum heutigen Workshop. Ja, danke schön. Schön, dass du da bist. Auch herzlich willkommen an alle Teilnehmer heute, auch so zahlreich. Und schön, dass ihr euch auch interessiert für das Thema Dudelsackbau und auch das Thema Pimp My Pipe. Also, wie man eine Pipe auch aufwerten kann, aufrüsten könnte. Und wie man auch Reparaturen an der Backpipe anstellen kann. Also darum geht es ja heute. Und ich hoffe, ihr versteht mich jetzt alle gut. Ich gebe nochmal kurz ein Handzeichen. Sehr schön. Ja, der Band, den kenne ich schon so viele Jahre. Also wir sind, hat sich eine, neben der Pipe-Freundschaft hat sich auch so im Privatbereich eine gute Freundschaft entwickelt. Ich bin sehr froh, den Band zu kennen. Wir haben ja schon viele Workshops zusammen als Schüler besucht und haben viele Wettbewerbe zusammengespielt. Wir haben auch schon viele Workshops als Lehrer geleitet zusammen und es ist einfach eine gute Zusammenarbeit und deshalb ist der Band auch ein Gastlehrer der Dudelsackschule und ist immer wieder mal tätig auch bei Workshops und jetzt heute zum Beispiel für den Online-Workshop. Also Applaus für Band, dass er heute da ist. Dankeschön. Ja, und jetzt frage ich einfach mal den Band, Band, wie alt warst du, wenn du mit dem Dudelsack-Spiele angefangen hast und was waren die Motivationen damals, dass du angefangen hast zu spielen? Ich habe damals mit 10 Jahren, zu meinem 10. Geburtstag, habe ich einen Praxis-Chanter bekommen und so ging das Ganze dann quasi los bei mir. Und das kam da. Daher eigentlich, mein Vater spielt auch Dudelsack und habe das damals halt dann so als Kind mitbekommen und hat mir gefallen. Und habe gesagt, okay, würde ich gerne auch mal probieren. Ja, und so hat sich das Ganze ergeben. Genau. Und so sind die Jahre ins Land gezogen und jetzt, ja. Wie alt bist du jetzt? Jetzt bin ich 38, also quasi angefangen vor 28 Jahren. Schon lange. Und genau. Ja. Jetzt hat sich das ergeben. Ja. Also dein Vater hat auch Dudelsack gespielt. Dann habt ihr dann zusammen in einer Band, oder er spielt immer noch Dudelsack. Ja. Und habt ihr dann am Anfang in der Band gespielt zusammen, oder? Auch. Ja, ganz am Anfang noch nicht. Also dauert ja, wisst ihr ja selber immer, bis man dann das Ganze so ein bisschen einigermaßen beherrscht. Und dann aber natürlich haben wir mal zusammen in 2, 3 Bands gespielt. Abwechselnd, ja. Genau. Ja. Gut. Schön, ja. Wenn man mit der Familie sowas machen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bist du denn zum Dudelsack bauen gekommen? Wo waren die Motivationen, jetzt einen Dudelsack zu bauen? Und wann war das erste Mal? Das erste Mal, also dass ich quasi einen Dudelsack gebaut habe, war so circa 2001, wenn ich das noch richtig weiß. Und es hat sich eigentlich dadurch ergeben, ich bin ja gelernter Schreiner von Beruf und auf den ganzen Treffen, wo es damals gab, da war das mit dem Internet alles noch nicht ganz so erblüht wie jetzt. Und da hat man sich halt immer so getroffen, wochenendweise. Und dann hieß es immer so, ja, was machst du als Beruf? Was arbeitest du? Und dann sage ich so, ja, ich mache gerade eine Ausbildung zum Schreiner. Und dann war die Assoziation Holz und Pipe natürlich da. Und dann hieß es immer so, ja, dann kannst du deine Pipe ja mal selber bauen. Und ich hatte damals eine relativ einfache Pipe von Gillanders & McLeod, so ganz, ganz schlicht und wollte dann halt mal was Schöneres, Besseres haben und habe mir gedacht, okay, jetzt probiere ich das einfach mal aus, mir eine Pipe selber zu bauen und habe dann so Holz bestellt und mal geschaut, wie das alles so funktioniert, genau. Ja. Ist eigentlich eine gute Idee, wenn man was Schöneres, Besseres haben möchte, macht man es einfach selber. Ja. Wenn, dann macht es die Band halt, ja. Genau. Und hast du dann am Anfang eine Werkstatt gehabt? Also hast du Werkzeuge gehabt? Man braucht ja auch bestimmte Werkzeuge und eine Werkstatt und eine Drehbank und hier und da. Hast du das alles gehabt schon, oder? Ja, durch meinen Vater, der macht Modellbau auch und da hat er so quasi das Gröbste, sag ich mal, da gehabt. Und allerdings brauchen wir für Pipe-Herstellung dann dementsprechend schon Spezialwerkzeuge. Und für mich war das dann damals einfach auch so ein bisschen Ausprobiererei, vor allem die Bohrung zu erstellen, wie kriege ich jetzt so eine kleine Bohrung gerade durch und das war alles so ein bisschen ein Lernprozess auch und ja, ein bisschen reingefuchst und Werkzeuge selber gebaut auch. Muss einfach, es gibt ja nichts zu kaufen in dieser Sparte, ne? Das muss man halt alles dann irgendwie selber erfinden oder selber sich herstellen. Ja. Ja. Genau. Braucht halt auch seine Zeit, geht das alles so zu lernen und so. Ja. Jetzt ist ja die Frage, um einen Dudelsack zu bauen, braucht man ja auch Holz. Ja.
Und da gibt es ja, oder gibt's ja verschiedene Arten von Hölzer. Und woher kommt das Holz oder woher hast du es bekommen? Also wenn ich die Folien einblenden soll, muss ich sagen, dann. Okay. Ich meine, es gibt zigtausende Arten von Holz auf der ganzen Welt, muss man sagen. Und das für Instrumentenbau eignen sich halt relativ wenige, in Anführungszeichen wenige. Das heißt, es sind bedingt durch diese Voraussetzungen sind vor allem sehr, sehr harte Hölzer. Sie müssen relativ stabil sein. Das heißt, wisst ihr wahrscheinlich, ein Holz ist ja in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen, abzugeben. Das heißt, es arbeitet. Und dieses Arbeiten wurde als Stabilität bezeichnet. Und bei Musikinstrumenten einfach sehr, sehr wichtig, dass das Holz möglichst formstabil bleibt, ja. Weil es natürlich diese Bohrung, die Weite, die Tonhöhe beeinflusst. Und je stabiler ein Holz, desto stabiler ist auch das Musikinstrument dann. Weitere Voraussetzung ist sehr gute Bearbeitbarkeit im Hinblick auf die Inhaltsstoffe. Also es gibt Hölzer, die haben so aggressive Inhaltsstoffe, dass es einfach gesundheitsschädlich ist, massiv gesundheitsschädlich ist. Oder Inhaltsstoffe auf die Bearbeitbarkeit. Das heißt, meine Werkzeuge stumpfen einfach dementsprechend relativ schnell ab. Das sind dann mineralische Bestandteile drin. Kann man jetzt im Vergleichen wie mit Sand, ja. Das heißt, ich hätte einen massiven Werkzeugverschleiß, was auch keiner haben will. Das erhöht natürlich die Kosten und das Arbeiten macht auch keinen Spaß damit. Genau. Heutzutage ist das Hauptholz noch African Blackwood. Der Begriff African Blackwood ist einfach ein relativ breit gestreuter Begriff. Die genaue Definition gibt immer der botanische Name, der lateinische Name her. Stalbergia melanoxylon für African Blackwood. Ja. Das wird verwendet nicht nur für Pipes, sondern für sonstige Holzbassinstrumente auch. Oboe, Fagott, Klarinette und. Ja. Kannst du vielleicht mal den Blackwood aufmachen? Also Habe ich wir damals so ein Bild auch, wie so ein, vor allem, das ist gut, wie so ein Baum aussieht. Das hier seht ihr jetzt zum Beispiel. ganz kurz, könnt ihr sehen, die Folie? Sehr gut. Genau, hier seht ihr zum Beispiel im oberen Feld, das sind solche Blackwood-Stämme, ja, wie sie quasi nach dem Umsägen vom Baum da liegen und auf den Abtransport warten. Ihr seht, die sind relativ groß eigentlich. Eigentlich, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie voller Risse sind, Einschlüsse, alles Sachen, wo man nicht verwenden kann für Musikinstrumentenbau. Also für Musikinstrumente brauche ich 1A Qualität. Und das macht bei Blackwood sind es maximal 10% von der geernteten Holzmenge. Wahnsinn. Maximal. Ja. Das alles andere ist eigentlich für Musikinstrumente nicht geeignet, also Ausschuss in dem Fall. Also das sieht man wirklich, die Risse ohne Ende, die gehen durch, gell? Das sind nur Genau. kleine Teile, wo man benutzen kann. Das ist schon wachstumsbedingt bei dem Baum natürlich auch. Ja. Also sind es keine Trockenrisse oder so, sind wirklich Wachstumsschäden. Wächst halt nicht anders. Ja. Das ist Natur. Unterm Bild seht ihr einen Baum, wie da steht so. So ein Blackwood-Baum. Da sieht man auch, dass es nicht wie bei uns so eine mächtige Eiche ist oder sowas, sondern es ist einfach eher so eine Strauchart, kann man sagen. Der Stamm völlig verwachsen. Das heißt, wie gesagt, der Ausschuss ist massiv. Ja. Blackwood ist jetzt auch seit ein paar Jahren im Washingtoner Artenschutz Anhang aufgeführt. Das heißt, es ist nur noch mit Einschränkungen handelbar. Es ist im Anhang 2 aufgeführt. Also es gibt drei Anhänge in dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Und 2 ist so mittendrin. Das heißt, es ist noch handelbar, allerdings mit Auflagen. Das heißt, ich muss wissen, wo es herkommt. Ich brauche dann Papiere dementsprechend, je nachdem, was für eine Menge ich kaufe. Und somit wird das Ganze immer mehr reguliert. Ich schätze, dass es in ein paar Jahren nicht mehr verfügbar sein wird. Ja, bedingt durch diese Menge, wo jährlich für Musikinstrumenten verwendet wird und einfach, dass das Holz sehr, sehr langsam wächst und relativ lang braucht, bis es erntbar ist, ja, bis es reif ist, dass man was Wie rausbekommt. lange muss ein Baum wachsen, bis man enden kann, oder? Also so ein Baum, das ist schwierig zu sagen. Das weiß ich nicht genau. Aber man sagt, das Holz von der Pipe braucht mindestens 25 Jahre zu wachsen. Wenn man es rein auf diese Holzmenge bezieht, ja. Aber wie gesagt, das sind nur 10% von der geernteten Holzmenge maximal. Also könnt ihr euch jetzt vorstellen, was da an Volumen wachsen muss, dass eine Pipe rauskommt. Also früher hat man ja auch das Holz luftgetrocknet.
Und da habe ich schon gehört, dass man mindestens 10 Jahre das Holz lagern musste damals oder noch länger teilweise, gell? Ja, also Holz zu trocknen ist die beste Möglichkeit oder die beste Art, Luft trocknen, wie der Andi gesagt hat. Heutzutage wird viel, viel künstlich getrocknet, das heißt, es sind Vakuumkammern, wo dementsprechend Temperatur und Luftfeuchtigkeit reguliert wird und somit das Holz relativ schnell runtergetrocknet wird. Das allerdings kann im Holz Spannungen erzeugen, was sich dann irgendwann mit Risse zeigt, ja, viel, viel später erst. Und die natürliche Trocknung braucht halt ewig. Also ja, 10 Jahre, je länger, je besser, muss man sagen. Also ihr könnt so ein Holz 30, 40 Jahre liegen lassen und es nimmt dadurch ja keinen Schaden. Es wird eher besser, weil es ganz, ganz langsam trocknet und sich bei der Trocknung auch entspannen kann. Ja. Das heißt, 40 Jahre wächst der Baum, 40 Jahre trocknen, 80 Jahre. Ja, wenn man jetzt 40 Jahre wartet, okay, nach 10 Jahren ist es auch verarbeitbar. Ja. Aber so 5 Jahre soll es eigentlich schon mindestens trocknen, dass man sagt, das macht Sinn. Wenn ich jetzt ein Holz nicht weit genug runtergetrocknet habe und ich mache jetzt eine Pipe draus, dann kann es passieren, dass sich das Holz verzieht. Also das trocknet dann nach und dann ist mein Bogen, kann sein, nicht mehr rund, sondern oval. Das haben vielleicht manche schon festgestellt bei ihren Pipes. Ich habe es aber dann bei Reparaturen dann, wenn ihr stimmen wollt, an der einen Stelle ist fest, an der anderen ist lose. Ja, das ist dann so quasi, wo das Holz dann nachtrocknet, sich verzieht. Und das bedingt halt meistens durch eine zu kurze Trocknung. Ja. Genau. Wie gesagt, Blackwood ist die Hauptholzart, wo verwendet wird. Sie sind immer auf der Suche nach Ersatzholzarten. Vor ein paar Jahren schon aufgekommen, Mopani. Genau, hier seht ihr diese Stämme schon mal. Viel, viel bessere Qualität. Ja, kaum Risse. In größerer Menge verfügbar auch, in Top-Qualitäten. Unten haben wir noch den Baum. Genau. Das sieht wirklich viel besser aus, gell? Also Ja, kaum Risse. genau. Mopani. Mopani ist halt einfach von der Farbe her sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für uns Pipe-Spieler, weil wir gewohnt sind, das Instrument ist fast schwarz vom Aber Aussehen her. wenn wir mal das untere Bild sehen, das heißt, es gibt nur noch einen Baum, oder? Nein, das ist ein Beispielbild, wie so ein Baum aussehen kann. Ihr wisst, wie die Natur verschieden ist. Genau, ja. Das ist einfach so, dass ihr mal seht, okay, wie sieht so ein Baum aus? Ja. Also diese ganze Baumarten oder Holzarten, wo verwendet werden, diese Bäume wachsen hauptsächlich in Afrika, wo sie dementsprechend langsam wachsen und ja, die brauchen einfach das Klima, den Boden. Ja. Wird bei uns nicht funktionieren. Also wir können jetzt hier keine Blackwood-Plantage anbauen. Das funktioniert nicht. Genau. Ich habe euch hier ein Beispiel von Mopani-Holz. Ja. Sondern magst du noch das letzte Holz vorstellen oder soll ich mal kurz ausschauen, dass man sieht? Ja, machen wir kurz mal das Mopani, das man von der Farbe her sieht einfach. So? Ja. Ihr seht das alle, ja? Da kannst du reinheben. So, gut. Das ist relativ. Also zeige ich, das ist Blackwood. So, gut. Blackwood und Mopani. Ihr seht den Farbunterschied, der ist massiv. Ja. Das ist oftmals ein Störfaktor, weil, wie gesagt, wir gewohnt sind, so ein Instrument muss schwarz aussehen. Und Mopani wird gern dann in Verbindung gebracht mit Pakistani Pipes, die teils auch so eine Farbe haben. Aber ist was völlig anderes. Ja. Wie gesagt, beide Holzarten sind sehr gut geeignet. Sie sind noch in großer Menge verfügbar. Sie haben eine sehr gute Klangqualität. Sie haben von Natur aus einen natürlichen Schutz. Das heißt, sie haben einen Ölgehalt im Holz, was es vor Feuchtigkeit relativ gut schützt und auch vor Schimmel schützt. Und genau, wirklich gut bearbeitbar. Das sind die gröbsten Faktoren. Und sie sind bezahlbar, muss man auch dazu sagen. Es gibt viele, viele Holzarten, wo ich nehmen könnte, aber wo einfach utopisch viel kosten würden dann, ja. Darf ich da was fragen? Ja. Es wird ja immer von Baumschutz und Naturschutz geredet, Ja. aber wie kann man es denn verantworten, dass da jeden Tag ganz viele Pipes von McCallum, von Nail und Wallace, wie sie alle heißen, rausgehauen werden und das Holz wird dafür verwendet und die Bäume in Afrika werden da geschlachtet?
bringen die oder wandeln die kein CO2 um in Sauerstoff oder kann man da irgendwas dazu sagen oder? Ich meine, diese Firma, wo ich das Holz beziehe, die sind sehr darauf bedacht, nachhaltig zu wirtschaften. Das heißt, es werden auch wieder dementsprechend Bäume angepflanzt. Ja. Wie bei uns das auch, die Forstwirtschaft ist auch nachhaltig. Es sollte nie mehr geerntet werden, wie nachwächst. Das ist ganz, ganz wichtig. Das machen die auch und achten auch drauf. Und diese Firma achtet darauf, dass diese Holzqualität nach der Ernte nicht schlechter wird. Das ist bei Blackwood kann es sehr, sehr schnell passieren, vor allem in dem Klima in Afrika, Heiß, Hitze, Feuchtigkeit. Das heißt, die haben einen sehr, sehr hochwertigen Verarbeitungsprozess. Sie haben zum Beispiel UV-Schutzglas in ihre Gebäude drin und lauter so Sachen. Geschultes Personal, wirklich gute Maschinen. Und genau. Ich meine, ich muss einen Baum umsägen, dass ich Holz bekomme, keine Frage. Aber wenn man es mal so sieht, dann ist das CO2, was diese Bäume speichern, schon gebunden. Es wird nicht freigesetzt. Ja. Also ist eigentlich zu einem Teil auch hilft dem Klima wieder, ja. Weil ich CO2 binde in dem Holz. Ja. Würde ich es jetzt verbrennen, setze ich es wieder frei. Und somit haben wir eigentlich immer eine kleine Menge CO2 bei uns. Ja. Genau, ja. Sollen wir mal die dritte Folie noch zeigen? Genau. Es gibt dann jetzt seit 2, 3 Jahren haben sie nochmal nach einem Ersatzholz gesucht. Da Mopani von der Farbe einfach wohl nicht den Zuspruch erhält von den Instrumentenherstellern, wie sie erwartet haben. Das, ich glaube, das ist das, der Baum, genau. Das nennt sich Leadwood. Sie bezeichnen es als Eisenholz. Eisenholz ist wiederum ein Riesenbegriff, wo keine klare Definition ist. Und dieses Leadwood, ich habe jetzt kein Holzbeispiel da, weil mein Holz noch unterwegs ist. Das wird gerade irgendwo im Schiff rum, glaube ich. Und das ist von Farbe her sehr, sehr ähnlich wie Blackwood. Ziemlich dunkelbraun bis schwarz. Und soll von den Klangqualitäten auch sehr, sehr gut sein und von der Verarbeitbarkeit auch gut. In großen Mengen verfügbar und bezahlbar. Ja, es ist eher sogar ein klein bisschen günstiger wie Blackwood. Das macht dann bei so einem Pipesatz nicht viel aus. 10 Euro oder sowas. Das ist jetzt nicht die Welt, ja. Meine, früher haben sie dann noch Ebenholz verwendet oder Kokoswood auch. Kokoswood hat die besten Klangeigenschaften, ist aber weltweit nicht mehr verfügbar in dieser Qualität, in diesen Mengen, wo man es braucht. Genau. Ebenholz sehr, sehr schwierig zu verwenden, bedingt durch die Rissanfälligkeit. Ja. Also früher ganz, ganz viele sind ganz viele Pipes aus Ebenholz hergestellt worden. Und das ist aber ein sehr, ich bezeichne es mal als trockenes Holz. Ja. Blackwood ist relativ satt, also durch den Ölgehalt, und das hat halt Ebenholz nicht. Das ist also trockenes Holz und da muss man der Feuchtigkeit ganz arg aufpassen. Ja. Sonst hat man ruckzuck Risse drin. Ebenholz hat eigentlich einen wärmeren Klang wie Blackwood, aber macht dann halt irgendwann keinen Sinn, wenn ich permanent Risse habe in der Pipe, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Ja. Genau. Gibt es noch irgendwelche Alternativen? So, wo wir jetzt nicht genannt haben. Kokoswood, Mopani, Eisenholz, Blackwood. Gibt es noch irgendwas, wo man eine Pipe bauen könnte, wo gut klingen würde? Es gibt mit Sicherheit viele Holzarten. Ausschlaggebend für den Klang ist eigentlich immer so die Härte. Ja. Wenn man es vergleicht, Blackwood ist mit der, liegt, man vergleicht es immer mit dem Gewicht auf einen Kubikmeter. Ja. Also man nimmt jetzt mal an, bei uns die europäische Buche, wenn ich diese einen Kubikmeter Buchenholz habe, das wiegt ca. 700 Kilogramm pro Kubikmeter. Ja. Blackwood liegt aber fast beim Doppelten. Ja. 1300 Kilogramm sind so der Schnitt, was sie pro Kubikmeter haben. Also seht ihr, das ist die doppelte Menge auf das gleiche Volumen, was die Härte erzeugt. Und das macht den Klang, beeinflusst den Klang ganz entscheidend. Ja. Also je härter ein Holz ist, desto, kann man auch sagen, härter ist der Klang, desto klarer, desto, ja, genau, so würde ich es beschreiben. Ja. Wenn ich jetzt dann Ebenholz vergleiche, das wiegt vielleicht 200 Kilo weniger pro Kubik, also 1100 Kilogramm, das hat einen wärmeren Klang. Ja. Und so kann ich das ganz, ganz grob mal schon definieren, welche Holzarten eignen sich dafür. Und es gibt zig Holzarten, wo dafür in Frage kommen würden. Wo dann halt aber wieder diese
optische Sache mit reinspielt. Ja, es gibt zum Beispiel eine Holzart, das nennt sich Pink Ivory, also pinkes Elfenbein. Ist kein Elfenbein, ist eine Holzart, aber das Ding ist wirklich pink. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, So, so wie eine, das ist dann ihr Oberteil. ja, zum Beispiel, genau. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Pipe dann aussieht, ja, so ganz pink. So. Weiß nicht, ob das, ja, manche finden es vielleicht ganz lustig. Aber genau. Es gibt noch Schlangenholz zum Beispiel, ja. Ist sogar noch ein bisschen schwerer wie Blackwood. Das hat so eine Zeichnung wie eine Schlange. Also ganz gescheckt. Kostet aber unendlich viel Geld. Ist kaum verfügbar. Somit, es gibt bestimmt hunderte Holzarten, wo man verwenden könnte. Wo aber halt dann diese verschiedenen Faktoren einfach nicht ganz zusammenpassen. Ja. Genau. Spannend. Also mal abgesehen vom Kunststoff, weil Kunststoff wird ja auch verwendet und die Pipes klingen eigentlich gar nicht so schlecht, aber immer noch nicht so, also, ja, nicht so vergleichbar wie ein Holzinstrument. Ja, Holz Es kann hat man einfach schon noch einen gut. anderen Klang und Genau. ja, aber auch wenn man irgendwo auf einen Faschingsumzug geht, ist glaube ich eine Plastikpipe besser wie eine Holzpipe, weil wer weiß, was da passiert. Man fällt in der Gegend rum. Und ruckzuck ist so eine Drohne kaputt. Ja, wenn du jetzt Holz bestellst, Ja. dann kommen die immer im gleichen Maß als Block oder kannst du die Maße angeben, wie du das Holz möchtest? Oder weil ich sehe es hier, so die Blockform habe ich schon öfters bei dir gesehen. Ist es immer das gleiche Maß oder sagst du hättest gern 20 Stücke in dem Maß? Also dieser Holzlieferant, wo ich mein Holz beziehe oder bezogen habe bisher, der ist jetzt direkt in Südafrika und er bietet quasi einen Satz an. Das heißt, es sind 14 Teile für eine Pipe und die hat er so in den groben Abmessungen, sind schon zugesägt, mit Übermaß natürlich und kommen dann, ich habe es ja vorhin schon gezeigt, in solchen Kanteln, ja. Verschiedene Größen dann natürlich für die einzelnen Teile. Und genau, ihr seht hier, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, diese Enden sind mit Wachs versiegelt, dass das Holz langsam trocknet und nicht so viele Risse bekommt. Das Wachs verhindert einfach, dass die Feuchtigkeit über diese Stirnenden vom Holz zu schnell austrocknet. Ja. Genau. Und die Abmessungen sind quasi von dem Erzeuger, vom Holzerzeuger vorgegeben. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch sagen, pass mal auf, ich will die und die Maße haben und müsste dann vielleicht eine größere Menge abnehmen, denke ich mal, weil die ihre Maschinen auf das eingestellt haben, alles. Genau. Ihr seht hier bei diesem Stück so ein weißes Streifen. Ja, das nennt sich Splintholz. Also es gibt, der Baum hat ein Kernholz und ein Splintholz. Und das Splintholz ist im Vergleich zum Kernholz fast weiß, so gelblich weiß, ganz, ganz hell. Und das ist nicht zu verwenden. Ja. Das ist sehr, sehr anfällig für Schädlinge, Pilze und so weiter. Also nur das Kernholz, das Schwarze, ist verwendbar. Wie bei uns bei der Eiche. Ja. Genau, da kommt es quasi das Zeug in diesen Kanteln und dann darf es erstmal rumliegen. Nichts tun, entspannen. Genau. Und wenn es dann mal so grob getrocknet ist, dann wird es quasi zentriert auf beiden Enden. Ja, wird in die Drehbank eingespannt und dann wird es erstmal grob rund gedreht und kommt dann quasi so raus. Ihr seht, das ist einfach so ein Zylinder dann. Und dann darf er nochmal trocknen. Ja. Wie lange? Also mein Holz, das Holz, was ich jetzt habe, liegt schon seit 13, 14 Jahren jetzt. Ja. Also gut, du lässt es gut trocknen, bevor dass du es verarbeitest. Ja. Oder du hast quasi ein Lager, oder? Ja, ich habe halt damals dementsprechend eine Menge gekauft und im Wissen, dass es einfach, je länger es liegt, desto besser wird es. Genau. Geht auch nichts kaputt dabei, also ja. Außer es brennt, dann ist es schlecht. Oh, das wäre schade. Das ist schade. Ja, und wie ist denn das eigentlich? Man hört ja immer mehr so Verordnungen, man darf Blackwood nicht mehr über eine Grenze, Landesgrenze nehmen. Schlimmer ist es ja noch mit Elfenbein. Und kannst du was dazu sagen, wenn du das Holz jetzt schicken lässt? Brauchst du da irgendwelche Sondergenehmigungen, Zertifikate? Wenn jemand bei dir so eine Pipe baut, kriegt er von dir ein Zertifikat für die Pipe, wann sie gebaut worden ist, woher das Holz kommt? Und die dritte Frage ist vielleicht auch noch interessant für die Leute, die schon eine Pipe haben, also für euch. Darf ich mit der Pipe denn eigentlich in die Schweiz einreisen oder in andere Länder? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Also diese Auflistung in diesem Washingtoner Artenschutzabkommen hat diese Bedingungen in diesem Anhang 2
dass wenn ich größere Mengen kaufe, eine größere Menge wird jetzt deklariert bei uns über 10 Kilogramm. Dann brauche ich Papiere, das heißt, ich muss wissen, wo es herkommt. Genau. Das heißt, für euch als Pipe-Besitzer, wenn ihr eine Pipe habt, kommt ihr nicht über diese 10 Kilo. Das wird nicht der Fall sein. Ja. Und dann spielt es noch eine Rolle innerhalb der EU oder außerhalb der EU. Außer also diese 10-Kilo-Regel gilt wohl weltweit noch. Das heißt, das spielt überhaupt keine Rolle, wo immer der Pipe hingeht. Es kann euch eigentlich keiner wirklich was ankreiden. Ja. Also nur mal von Blackwood abgesehen. Vom Blackwood, genau. Das ist einfach, ja, genau, das Also Holz. kann eigentlich gar nichts passieren, oder? Wird nur Nee. momentan sehr viel Aufruhr und alle haben Angst. Aber Ja, es ist das. natürlich die Frage, was passiert in 2, 3, 4, 5, 10 Jahren, ne? Wenn es dann in Anhang 1 aufgelistet wird, also es ist die schärfste Variante von dem Abkommen, wo die zum Beispiel Elfenbein drin ist, ja, dann wird es schwierig. Dann brauche ich einen Herkunftsnachweis, das heißt, wann ist diese Pipe gebaut worden, weil dann darf das Material eigentlich nicht mehr gehandelt werden, beziehungsweise nur noch unter ganz, ganz strengen Auflagen mit zig Papieren und Verwaltungsaufwand. Ja. Dann muss ich nachweisen können, okay, meine Pipe ist vor diesem Datum, wo die das festlegen, dass es in Anhang 1 kommt, gebaut worden. Und dann habe ich auch keine Probleme damit. Ja. Dann muss ich mir das halt irgendwie bestätigen lassen und kann dann sagen, da, guck mal, das ist vor diesem Jahr gebaut worden. Eine Rechnung wird ja auch lang, Eine oder? Rechnung reicht da völlig aus, genau. War die beste Möglichkeit einfach, ja, weil sonst ist es schwierig. Ich meine, man kann das schon feststellen, ja, so ein Holz ist, aber dann geht meistens irgendwas kaputt dabei und kostet unendlich viel Geld. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Blackwood auf Stufe einsetzen, weil die bauen ja auch die Bäume an. Bei Elfenbein verstehe ich es ja, weil Elefanten, das ist ein Leben, also. Bäume sind auch Lebewesen, aber das ist ja was anderes dann. Ja, ich weiß es nicht. Man sieht da, man kann da nicht reinsehen, wie die da ticken und wie das Ganze abläuft. Es gab schon wohl Fälle, vor allem in Amerika, wo solche Zöllner wirklich Sachen beschlagnahmt haben, mit Hölzer, wo nicht mehr handelbar sind. Es gibt Hölzer mittlerweile, wo zum Beispiel Rio Palisander ist seit ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr handelbar. Und wenn da so ein Grenzer wirklich hart ist, dann kann es auch mal ganz schlecht aussehen. Dann zieht er das Ding ein und dann ist es weg. Ja. Wenn ich da nicht beweisen kann, das kommt von da und daher und keine Papiere habe, beziehungsweise diese Papiere überhaupt akzeptiert werden vom Grenzer oder von der jeweiligen Nation. Ja. Also ganz so einfach ist es dann nimmer, wenn das mal so weit ist. Aber muss man abwarten. Wir können eh nichts dran ändern und sagen es mal so. Das muss man dann nehmen, wie es kommt. Ja. Habe auch schon gehört, dass Pipes mit Elfenbein schon in den USA im Flughafen, also beim Zoll, dass sie verbrannt wurden auch dann. Gut, das sind so Meldungen, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, ob es dann wirklich dazu kommt. Aber sie werden erstmal definitiv eingezogen, dann ist das Ding weg und dann normalerweise hat man dann die Möglichkeit zu beweisen, von wann diese Sache ist, wo es hergestellt worden ist. Wenn ich das kann, kriege ich es normal wieder. Es kann halt sein, dass ich es nicht mit einführen darf. Das heißt, es bleibt halt an der Grenze hängen. Ich kann meinen Urlaub machen, aber halt ohne Pipe zum Beispiel. Ja. Kriege es dann aber eventuell zum Schluss wieder zurück. Aber Vielleicht. ein Land, das gern Barbecue macht, ist ja eigentlich naheliegend, dass sie das Holz verbrennen. So. Weiß nicht, ob das gut zum Barbecue geeignet ist, ob das dann so alles schmeckt. Jetzt, also wenn du eine Pipe baust, du hast ja auch Maße dafür. Du musst ja wissen, wie weit der Bohrer reinfällt, was für eine Dicke die Löcher oder der Bohrer haben muss, was für ein Durchmesser die Löcher, auch das Außen, die Außenmaße. Woher hast du deine Maße für die Pipes? Also wenn du es verraten möchtest. Ja, also ich habe über die Jahre viele, viele Pipes vermessen, vor allem alte Pipes, weil diese klanglich meistens sehr, sehr gut sind und verglichen diese Maße und sie sind alle relativ ähnlich, da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Meine Maße, wo ich jetzt verwende, wo ich eigentlich sehr zufrieden damit bin, das heißt in Bezug auf Klangstabilität, Klang allgemein und Stimmbarkeit, es sind von einer McDougall Pipe von circa 1887, also ein richtig altes Instrument. Und genau, wie gesagt, bin ich eigentlich sehr zufrieden damit, mit diesen Kriterien. Und genau. Hast du ja wirklich alles komplett vermessen? Ich habe mal so einen Plan gesehen von dir, dass jedes Fuzzle, Ja. jedes Detail ist vermessen, Ja, Maßstab ich habe so getreu. einen Plan mit. Ich weiß nicht, ob man das sieht.
Ah ja, dann. Jetzt gucken wir, dass man am besten sieht. Ja, zum Beispiel, das ist jetzt alles ein bisschen schmutzig vom Arbeiten. Ich halte es euch mal hin, seht ihr das so? Genau, so sieht es dann aus. Mal so. Da ist quasi alles vermaßt, Länge, Durchmesser, was ich wissen muss. Ja. Entscheidend für den Klang sind einfach die Bohrungen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass diese möglichst bei jedem Instrument exakt gleich sind. Und dementsprechend brauche ich halt auch ein Werkzeug. Und früher war das, glaube ich, mehr so Zufallsprinzip. Ja, und diese ganze alten Pipes, wo gut klingen, die sind halt übergeblieben. Die schlechten, die hat man halt verheizt wahrscheinlich mal im kalten Winter gehabt. Genau. Und dieses Werkzeug, das ist mittlerweile einfach, hat man diese Möglichkeit, dass man zum Beispiel Werkzeug sich herstellen lassen kann oder selber herstellt aus Hartmetall und diese Materialien so die Schärfe so lange halten, dass ich auch lange damit arbeiten kann. Ja. Ich habe euch mal einen Bohrer mitgebracht. Das nennt sich Kanonenbohrer, dieses Ding. Da ist Luftdruck gekühlt, er sieht so aus. Ich kriege es gar nicht ganz aufs Bild so ungefähr. Ihr seht hier oben, da ist ein Druckluftanschluss. Dann seht ihr hier vorne, ich weiß, kann man sehen, diese zwei Löcher. Meine Hose. So. Ja. Das ist vorne quasi diese Hartmetallschneide, das lange Stück hier. Das da. Und ist, der Schaft ist innen komplett hohl und hat dann diese Faunung. Das heißt, wenn ich jetzt bohre, schließe ich hier Druckluft an, die geht in dem Schaft entlang, tritt durch diese zwei Löcher aus und presst mir dann diese Bohrspäne nach hinten und kühlt mir meinen Bohrer. Das ist ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass das Material so hart ist, wird es extrem heiß beim Bohren. Und mit diesem Öl passiert es, wenn ich jetzt keinen Druckluftanschluss habe, passiert es, dass das Bohrmehl sich so an die Schneide ranbrennt, dass das nichts mehr geht. Und dann verläuft meine Bohrung. Ja. Diese Bohrer haben eine ganz spezielle Schneidengeometrie. Man sieht es vielleicht so ein bisschen so. So. Das ist keine Spitze, ja, sondern das ist mehr so ein, keine Ahnung so was. So schräg. So schräger, genau. Und das sind speziell entwickelt worden. Da waren auch Gewehrläufe damit gebohrt. Ja. Also ich kann einfach auf eine große Länge mit einem sehr, sehr kleinen Durchmesser trotzdem eine relativ gerade Bohrung erzeugen. Beim Practice Churn, da habe ich einen 3,5 mm Bohrer auf eine 40 cm Länge. Und der sollte möglichst gerade durchgehen. Mit einem ganz normalen Spiralbohrer, wie man so kennt, nicht zu machen. Ja. Deswegen diese speziellen Bohrer, die natürlich auch dementsprechend Geld kosten. Aber dadurch erreiche ich einfach eine möglichst große Genauigkeit von Pipe zu Pipe. Was mir auch wichtig ist, ja, dass es kein Zufallsprodukt ist, was ich da herstelle, sondern dass es wirklich eine gleichbleibende Qualität ist. Das ist ja alles von Hand gemacht, auch beim Band. Also keine CNC-Maschinen, die automatisch da hantieren. Er macht das alles von Hand, dreht die Bohrungen da rein. Und die Drehmaschine konnte man jetzt heute leider nicht hier mitbringen. Aber eine Drehmaschine, da wird das Holz eingespannt, dreht sich ganz schnell und dann kommt man vom Werkzeug außen. Und also vielleicht kannst du mal kurz den Weg von diesem Rohmaterial bis zur fertigen Pipe in kurzen Sätzen so erklären, wie der Ablauf ist. Genau. Ja. Also ich habe meine Kante, das habe ich vorher gezeigt, das eckige Ding kommt so, dann darf es trocknen, dann drehe ich es quasi grob rund, ja? Dann sah es ja so aus. Wenn ich es dann rund habe, dann geht die Bearbeitung quasi nach dem Trocknen los. Das heißt, ich fange von innen an und arbeite mich nach außen vor. Also das Erste, was ich mache, das ist die Bohrung erstellen. Ich kann später das vorne noch zeigen. Das heißt, bedingt dadurch, dass ich es außen spannen muss, fange ich erst innen an zu arbeiten, ja, und mache dann nachher die Außenform. Hier seht ihr ein Bild von dem Oberteil von der Tenor Drone. Das Ding nennt sich dann die Bell oben, also die Glocke. Ja, das ist maßgeblich an der Klangqualität beteiligt, wie diese ausgeformt ist. Okay. Genau. Wenn ich dann diese Bohrungen habe, das passt dann alles soweit, dann gehe ich an die Außenform und drehe quasi dann diese grobe Außenform hin. Ja. Genau, ja. Seht ihr, hier ist ein Foto, da sind jetzt diese Beschläge angepasst. Das ist dann das Erste, was bei der Außenform gemacht wird. Also je nachdem, was rankommt, werden diese angepasst. Und sobald diese angepasst sind, wird dann die Außenform noch angedrechselt. Ja, also diese ganze geschwungene Form dann. Und zum Schluss wird dann noch das Cumbing und das Beading eingedreht, falls gewünscht.
Kambing muss ich vielleicht kurz erklären. Kambing und Beading sind Kambing sind diese feinen Rillen, wo drin sind. Also seht ihr ja. Das Kambing sind diese feinen Rillen und das Beading ist das dazwischen, ja. Dieser kleine Bogen. Also der Bogen ist das Beading Genau. und die Rillen sind das Kambing. Genau, richtig, ja. Die Pipe-Maker haben doch so ihren Stempel drücken die da drauf. Oder jeder Pipe-Maker macht es ein bisschen anders, glaube ich, oder? Ja, da hat jeder so sein Ding, das zum Beispiel das Beading ein bisschen schmäler, ein bisschen gewölbter oder das Kambing 6 Rillen, 7 Rillen. Also da hat jeder so ein bisschen seine Philosophie, die Feinheit auch dann. Ich habe euch mein Werkzeug mitgebracht, das habe ich mir quasi auch selber gemacht für dieses Beading und Kambing. Ja. Das sieht dann so aus. Einmal hier das, ihr seht, das ist für das Kambing. Da oben sieht man es vielleicht so, verschwommen, ganz leicht. Und hier für das Beading. Ja, das heißt, ich kann einfach immer Entschuldigung, schön ich. abwechselnd mit diesen zwei Einen Werkzeugen Moment. dann diese Dinge eindrehen. Entschuldigung, Genau. ich. Ja, wir hören dich. Wer bist du? Dass das so sagen kann, auf dem Handy ist es zwar klein, aber dann wahrscheinlich da. Ich kann es dann ist es auch Okay, so ja. sehr weg. Danke. Super. Dank dir, Kai. Ja, genau. Das ist schon eigentlich so der letzte Arbeitsschritt, dieses Beading und Kambing einzudrehen. Dann werden diese Beschläge noch montiert. Also die sind bei mir während dem Bearbeitungsprozess mache ich diese wieder ab, dass keine Beschädigung passiert. Das passiert mal ganz, ganz schnell, dass man irgendwie eine falsche Bewegung macht beim Außenformandrehen und dann wäre ja, das für die Beschläge nicht so gut. Deswegen mache ich diese Beschläge bei der Bearbeitung, sind die bei mir weg und werden ganz zum Schluss dann entmontiert. Dann kommen noch die Wicklungen dran und dann ist das Instrument eigentlich schon fertig. Das geht relativ Das war aber zügig. wirklich sehr, sehr kurz erklärt. Ich weiß, dass sehr viele Zwischenarbeitsgänge noch notwendig sind. Das waren jetzt die groben Arbeitsschritte, muss man sagen, klar. Ja. Ja. Genau. Und wie lange dauert es denn? Also ungefähr von das erste Stück Holz in die Hand nehmen bis zum ersten Ton. Also das sind so grob 30 Stunden, kann ich jetzt mal angeben. Je nach Ausführung der Pipe. Mitwickeln, alles komplett Ja, fertig, Berg so einbauen. um den Dreh, ja. Ja, Toll. plus minus, wie gesagt, wie aufwendig so eine Pipe dann ist, wisst ihr selber mit den Verzierungen und mit den Beschlägen, was da alles drankommt, kann es mal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer dauern. Aber das ist Kaffeepause muss schon. ich auch dazu zählen. Ich trinke so keinen Kaffee. Das stimmt. Genau, ja. Ich habe euch noch ein Werkzeug mitgebracht, auch von den Bohrungen erstellen. Also diese Kanonenbohrer, wo ich euch da gezeigt habe, das ist nur um diese Grundbohrung zu erstellen. Ja, so eine Bohrung besteht da bei den Drones aus mehreren Stufen. Ihr habt da diese Stimmkammer drin, dann geht sie nach oben durch und dann kommt die Bell wieder oben rein. Ja, und ich fange immer quasi mit der kleinsten Bohrung an. Also das ist sagen wir meine Führungsbohrung. Diese wird mit dem Kanonenbohrer erstellt und dann muss ich diese Bohrung dementsprechend aufweiden. Auch für die Stimmkammern zum Beispiel oder die Bell oben. Ja. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass diese Bohrungen komplett zentrisch zueinander sind. Man sieht es bei einigen Pipes, da sind sie so verschoben. Ja, ihr könnt also durchschauen und dann seht ihr so, okay, diese große Bohrung sitzt irgendwie nicht mittig zu der kleinen Bohrung. Ja, das ist für den Klang nicht wirklich gut. Also das sollte man wirklich darauf achten, dass diese Bohrungen komplett zentrisch sind. Ich habe mal ein spezielles Werkzeug gebaut. Ihr seht es vielleicht, so ist glaube ich ganz gut. Ja, da sind so Schneidplatten dran. Hier und hier. Das heißt, ich habe meine Führungsbohrung, die einen Durchmesser hat und dieser Zapfen führt mein Aufweitungswerkzeug. Das heißt, dass ich immer exakt zentrisch zu meiner Bohrung, zu meiner Führungsbohrung sitze. Somit ist ausgeschlossen, dass sie verlaufen, dass sie versetzt sind. Und das einfach dementsprechend den Einfluss auf den Klang hat, ja. Dass der Klang möglichst gut ist. Wahnsinn. Ja. Gibt's alles nicht zu kaufen, muss man alles selber irgendwie entwickeln und herstellen. Ja. Genau. Ja, also was auch immer sehr interessant ist und mich interessiert, aber auch die Teilnehmer, wie können denn Risse entstehen? Wir haben vorhin gehört, wenn das Holz nicht richtig getrocknet ist oder in der Wärmekammer drin war, kann es eher passieren. Ja. Aber wie kann man sowas vermeiden bei einer Pipe? Zu Hause auf was soll man achten denn?
Okay, also Risse, die meisten Risse entstehen, viele sagen immer durch Temperaturschwankungen, das stimmt aber so nicht. Ich habe es selber mal beobachtet und bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Risse dann entstehen, wenn ich spiele mein Instrument, ja, und dann habt ihr vielleicht schon gemerkt, es bildet sich Kondenswasser in den Bohrungen, vor allem wenn es extrem kalt ist draußen oder ihr lange Zeit spielt, bedingt durch die Atemfeuchtigkeit. Also da spuckt man nicht rein, sondern es ist einfach diese Feuchtigkeit im Atem, wo dann kondensiert an Bohrungen. Und wenn diese Feuchtigkeit zu lang auf dem Holz aufliegt, ja, Blackwood hat das Öl in sich, das schützt es erstmal, aber halt nicht dauerhaft, nicht ewig. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, sag mal, es ist Winter, ihr habt einen Auftritt, draußen hat es 0 Grad und ihr blast jetzt mit Atemfeuchtigkeit 37 Grad oder was ihr habt, blast da rein, dann, Ja, ja, so. dann kondensiert da erstmal viel Feuchtigkeit. Und so, ihr kommt jetzt dann irgendwie heim und schmeißt das Ding in die Ecke und lasst es da liegen, weil ihr es vergesst oder keinen Bock habt, wie auch immer. Dann hat die Feuchtigkeit die Zeit, in das Holz einzudringen. Wie man allgemein weiß, quillt Holz bei Feuchtigkeit auf. Ja. Also wenn dann diese Feuchtigkeit eindringt, dann quillt das Holz innen auf. Außen ist aber trocken. Und dann entsteht ein massiver Druck. Ja. Das Holz innen will nach außen und das Auto sagt, ich aber nicht. Und somit kann es dann Risse geben, ja, im Extremfall. Das heißt, das Holz innen dehnt sich nach außen und außen gibt dann irgendwann nach und sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, zack, ein Riss drin. Deswegen solltet ihr immer darauf achten, eure Pipe möglichst schnell wieder trocken zu legen. Also es geht eine gewisse Zeit gut. Ich kann euch jetzt keine Stunden oder Minuten nennen. Ihr solltet einfach darauf achten, dass ihr möglichst schnell diese Feuchtigkeit aus den Bohrungen rausbekommt. Ja, vielleicht durchwischen und dann offen liegen lassen. Das ist der beste Schutz, was es gibt. Keine Gewährleistung, dass es nicht trotzdem passieren kann. Ja. Man sieht ins Holz nicht rein. Das können Wachstumsfehler sein, und sonstige Sachen, wo man einfach nicht sieht. Das passiert. Holz ist ein Naturmaterial. Aber ich kann wirklich viel dafür tun, wenn ich meine Pipe pflege. Ja. Zum Beispiel öle sie einmal im Jahr. Innen vor allem die Bohrungen, ganz, ganz wichtig. Außen ist immer so, wenn sie lackiert ist, nutzt es nichts. Dann schmiert es auf den Lack drauf und dann habt ihr nachher öliges T-Shirt oder irgendwas. Innen die Bohrungen sind wichtig. Ihr setzt dadurch quasi das Öl, das natürliche Öl von Blackwood. Ja. Wenn es eine Pipe lange Zeit spielt, durch diese Kondensfeuchtigkeit wird das Öl an der Oberfläche ausgewaschen. Das ist schon mal ganz, ganz wenig, aber irgendwann wird es halt immer mehr. Das sieht man dann, wenn das Holz so hall wird. Dann ist dringend Zeit, dass er dann mal nachölt. Ihr ersetzt quasi dieses Holz an der Oberfläche wieder und somit ist sie wieder besser geschützt vor Feuchtigkeit, ja. Risse auch. Und deswegen sage ich einfach so grob einmal im Jahr ölen. Ich nehme immer Mandelöl aus der Apotheke, das kostet kaum was, ist geschmacksneutral und ist lebensmittelecht. Ja. Solltet ihr darauf achten, nicht irgendwas zu nehmen, was aushärtet oder so. Das darf es nicht. Ja. Und auch nicht irgendwie was giftig ist. Ihr meint, ihr habt das Ding, ihr blast da rein, ihr habt es in den Händen. Also Mandelöl kostet kaum was, ihr braucht das, da braucht man ganz, ganz wenig. Ja. Ich tue da so ein paar Tropfen vorne auf so einen Wischer, ziehe das ein, zweimal durch, lasse es über Nacht dann liegen, dass es einziehen kann und das war's. Ja. Und wie gesagt, so wie ihr euer Instrument pflegt, so habt ihr es nachher auch und das dankt euch. Ja. Das kostet ein Geld, das Ding und meine Meinung ist, dass man es dann dementsprechend auch pflegen sollte. Vor allem, wenn man wirklich gute Pipe hat, wäre es schade, wenn da irgendwo ein Riss reinkommt. Ja. Es gibt ja immer so verschiedene Meinungen. Die einen sagen gar nicht ölen, die anderen sagen dreimal im Jahr ölen, ganz viel Öl. Aber ich glaube, auch hier ist einfach der Mittelweg, also die goldene Mitte ist am besten. Wenn du sagst, einmal im Jahr so zwei, drei Tropfen auf eine Spitze von einer feinen Bürste, einfach zweimal durchziehen, dass ein Hauch von Öl die Bohrungswand benässt, das langt ja vollkommen. Also nur so ein bisschen, dass halt immer geschmeidig bleibt Genau. dann. Einfach euer Instrument ein bisschen beobachten. Es kommt natürlich darauf an, wie viel ich spiele. Ja. Spiele jetzt zweimal im Jahr irgendwie eine Stunde, dann brauche ich das jetzt auch nicht jedes Jahr einmal ölen. Spiele jetzt jeden Tag 5 Stunden, dann muss ich vielleicht auch zwei, dreimal im Jahr ölen. Also das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen, wo ihr euch auch wirklich mal das Instrument beobachten solltet. Ja, wie verhält sich's? Wie sieht's Holz aus? Wird es jetzt schon hall? Oder ist noch dunkel? Das ist alles so. Ja. Einfach ein bisschen drauf schauen. Und dann dieses Trockenlegen nach dem Spielen ist wichtig. Ja. Wenn ihr gespielt habt, Viertelstunde, 20 Minuten oder länger,
die Pipe kurz zerlegen mit einer Bürste, die Feuchtigkeit aufnimmt, eine feine Baumwollbürste, irgendwas findet man da. Einmal durchfahren, um einfach die Feuchtigkeit rauszuholen. Und das ist so wichtig, dass halt die Nässe rauskommt. Und das ist auch kein großer Aufwand. Ja, wenn man auch vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn man eine Pipe kauft, die jetzt noch nie gespielt wurde oder die schon alt ist, aber schon längere Zeit nicht mehr gespielt wurde. Oder auch wenn ihr eure Pipe längere Zeit nicht gespielt habt, dann spielt nicht sofort eine Stunde auf dem Instrument, sondern man muss das Instrument auch ein bisschen einspielen. Also vielleicht die erste Woche jeden Tag 5 Minuten, ein bisschen zwei, drei Tunes spielen. Die nächste Woche kann man dann vielleicht 10 Minuten, die dritte, vierte Woche dann eine Viertelstunde und irgendwann kann man wieder auf eine halbe Stunde gehen. Einfach, dass sich die Pipe wieder langsam an die Feuchtigkeit gewöhnt, weil sonst passiert das, die Pipe bekommt von innen zu viel Feuchtigkeit, außen ist das Holz trocken, da gibt es Spannung, das was der Ben Frank gesagt hat, und so wird die Pipe quasi langsam wieder befeuchtet und das Holz gewöhnt sich dran. Genau. Also wenn ich eine Pipe dauerhaft spiele oder konstant spiele, dann hat das Holz eine bestimmte Feuchtigkeit. Es ist nie ganz trocken, ja. Und wenn sie jetzt halt extrem lang liegt, dann trocknet es wieder aus. Und das ist dieser Prozess des langsamen Einspielens oder das Instrument wieder die Feuchtigkeit reinzubringen, dass ich einfach langsam anfange, das Ding wieder dran zu gewöhnen an diese Feuchtigkeit, ja. Genau. Jetzt haben wir alles beachtet, machen alles fachgerecht und jetzt entsteht trotzdem ein Riss irgendwo. Ja. Und ich habe eine alte McRae Bagpipe von 1909 und die hatte auch vor einigen Jahren, schon ein paar Jahre her, hatte die am Top der Bassdrone, hatte die einen richtig langen Riss, haben wir entdeckt. Und dann bin ich zum Band, weil ich wollte ja das Originalteil behalten, weil die Pipe ist aus Kokoswood, also das ganz seltene Holz. Und das wäre schade, auch mit Elfenbein dran, das wäre schade, wenn ich dieses Teil jetzt austauschen lasse, weil ich finde so ein Teil nicht mehr. Und dann hat der Band eine gute Technik angewendet, um diesen Riss zu flicken. Und vielleicht kannst du da was dazu sagen, wie man Risse reparieren kann, dass man das Originalteil noch behalten darf. Also mit Risse reparieren ist immer schwierig, dass es dauerhaft hält. Ich gebe auch keine Garantie drauf, muss ich gleich sagen. Und ich mache immer so ein bisschen, mache es immer ein bisschen abhängig davon. Beim Andi zum Beispiel war es jetzt eine alte Pipe, seltenes Holz, wo ich nicht mehr bekomme, wo ich danach sage, es rentiert sich, so einen Riss zu reparieren. Wäre es jetzt irgendwie eine junge Pipe, wo der Stock gerissen ist oder so und ich sehe, dass der ist sehr, sehr groß, der Riss, dann macht es für mich auch keinen Sinn, dann muss ich das Teil ersetzen. Ja. In dem Fall war es jetzt einfach so, wie gesagt, seltenes Holz, wo ich nicht mehr bekomme und alte Pipe. Bei so einer alten Pipe, das ist wie bei alten Möbelstücken bei der Restauration, man sollte möglichst wenig dran verändern. Bei den Musikinstrumenten natürlich sehr, sehr extrem mit dem Klang, wo ich da dann verändere. Also das Originalteil einfach erhalten. Und dieses Riss reparieren funktioniert dann folgendermaßen. Ich drehe quasi so 3 mm schmale Ringe in das Beading ein. Ja, also das Cambing war das kleine mit den Rillen und das Beading ist ja, war ja quasi der Huppel in dem Muster. Ich zeige es nochmal kurz. Ja. Das heißt, ich drehe da in der Mitte von dem Beading eine 3 mm schmale Rille ein. Genau. Dann kommt nämlich eine Hirschsehne. Also eine Sehne ist ein extrem haltbares Material, was bedingt durch die auf Zug, ja, das ist extrem stabil. Wickelt das ganz, ganz stramm drumherum und fixiert das mit Sekundenkleber, diese Sehne. Das heißt, dass das Holz im Prinzip wie so eine Art Ring bekommt, dass es nimmer groß hin und her kann. Ja. Und dann wird das Ganze wieder verschlossen, diese Rille, und eben gemacht und der Riss aufgefüllt. Und somit ist es dann im Normalfall zu. Wie gesagt, ich gebe keine Garantie, weil Holz macht, was es will. Das kann man dem nicht vorschreiben. Aber es ist eine aufwendige Sache, muss ich ehrlich sagen. Ich stehe da relativ lang dran. Und deswegen mache ich es dann auch nur, wenn es meiner Meinung nach noch Sinn macht. Ja. Also wenn ich es komplett. Ich habe ja schon Stocks bekommen, das waren zwei Hälften, wo ich gesagt habe, sorry, aber da brauche ich nichts mehr machen. Das Ding schmeiße ich weg und mache Stock vor allem nicht wirklich klanggebend. Es kommt immer darauf an, welches Teil das ist natürlich. Bei den Drones, die Oberteile sind extrem klangbeeinflussend. Da probiert man dann schon das Originalteil zu erhalten. Aber ein Stock,
Macht keinen Sinn. Ja, da stehe ich ewig dran, flick das Ding zusammen und dann nach 3 Monaten reißt dann schon wieder. Ja, das ist einfach. Also bei mir, das ist super repariert. Man sieht zwar den Riss noch ganz leicht, man kann ja das nicht verschwinden lassen optisch, also es geht ja nicht, aber ich weiß, es hält zusammen durch die Sehne, die das zusammenpresst. Es ist auch luftdicht, ich habe das probiert. Immer wieder teste ich da mal und dann ist es für mich auch okay so. Ich habe schon andere Pipes gesehen von Profispielern, die haben viel mehr Risse gehabt in Pipes und spielen da immer noch irgendwo im Top-Level mit. Und deswegen so ein Riss in der Pipe ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und man kann das ein bisschen reparieren auch wieder. Genau, man nennt es einfach fixieren, ja. Also ich fixiere das Teil, dass der Riss nochmal größer wird oder das Teil komplett auseinanderfällt irgendwann. Ja, das ist eigentlich alles. Ja, Ben, jetzt haben wir das auch besprochen mit den Rissen, Reparatur. Du kannst natürlich auch Ersatzteile nachahmen. Du kannst jedes Teil der Pipe kannst du nachbauen optisch. Also wenn da irgendwo Reparaturen zu machen wären. Auch was die Verzierungen angehen, die Ferrules oder die Ring Caps oben oder die Projecting Mounts, was es da gibt, die ganzen Verzierungen kann der Band auch aus verschiedenen Materialien machen. Das ist auch sehr interessant. Was für Materialien das es gibt, Kunststoff, Elfenbein, Mammut-Elfenbein gibt es ja auch und Silber handgraviert. Und vielleicht, Bent, magst du mal erzählen, was für hochwertige Materialien du da empfiehlst oder verarbeiten kannst? Also ich probiere bei den Pipes immer möglichst Naturmaterialien zu verwenden. Ich arbeite persönlich einfach wirklich gern damit. Kunststoff ist es nicht so meins, muss ich sagen. Manchmal lässt sich es allerdings nicht vermeiden. Gerade bei den Projecting Mounts ist halt gängig, dass sie aus Kunststoff sind. Früher eigentlich komplett aus Elfenbein gemacht worden. Bedingt wieder mit dem Artenschutz. Projecting Mounts sind die. Genau. Bedingt mit dem Artenschutz, dass Elfenbein an und für sich nicht mehr handelbar ist. Also man muss so sagen, es gibt in Deutschland diese Restbestände von ein paar Tonnen Elfenbein noch, diese sind noch zu verarbeiten, aber es wird nichts mehr Frisches eingeführt. Das nur unter strengen Auflagen, das heißt, ich brauche halt dementsprechend Papiere, muss es genehmigen lassen, kostet wieder Geld und das ist ein Riesenaufwand. Ja. Dann sind die ersten Kunststoffe aufgekommen. Einfach viel, viel günstiger und ich habe den ganzen Aufwand mit den Papieren nicht. Bei den Kunststoffen ist einfach oftmals das Problem. Also Elfenbein kann man so nicht künstlich herstellen. Das haben sich Leute schon Zähne ausgebissen, das wird nie funktionieren. Und Elfenbein zu verarbeiten, das ist ein ganz, ganz tolles Material. Ja. Das lässt sich super verarbeiten und das habe ich bei Kunststoff halt nicht so. Kunststoff ist sehr, sehr spröde dann. Das habt ihr vielleicht selber schon gemerkt, dass oftmals dann irgendwo ein Teil abplatzt bei den Projecting Mounts, wenn man irgendwo hinkommt an die Kante oder so. Genau, das ist mein Kunststoffsproblem und auch das Aussehen ist manchmal so ein bisschen. Also, wer schon mal echtes Elfenbein gesehen hat, man nennt es schrägersche Linien, das sind so ganz, ganz feine Linien, die sich so kreuzen, ja, und das kann man bei Kunststoff kaum herrschen, kaum nachahmen. Das ist einfach Weil eine optische Sache dann bei deinem nochmal. Kunststoff hast du, wenn du meine andere Pipe gemacht hast, das sieht ja super aus. Ja, es gibt mittlerweile eins, das kommt sehr, sehr nah dran, das wird, glaube ich, in China hergestellt. Ich habe es über Amerika bekommen, das sehr, sehr ähnliche Zeichnung wie Elfenbein. Und lässt sich relativ gut verarbeiten, ist dann aber auch schon wieder sehr, sehr teuer im Vergleich zu dem normalen Kunststoff, was sonst verwendet wird. Also der gängigste Kunststoff war vor allem seit den 80er Jahren so Polyester, so marmoriertes Polyester. Wahrscheinlich habt einige von euch an den Pipes dran. Und das Material ist sehr, sehr spröde. Also wenn ich da bei der Bearbeitung eine falsche Bewegung mache, dann fliegt mir das ganze Teil um die Ohren in 1000 Fetzen und das war's, ja. Und da ist halt auch wieder diese Schwierigkeit, das zu vereinbaren, diese Härte, dass ich es auf Hochglanz polieren kann und diese Bearbeitbarkeit, dass mein Werkzeug nicht zu schnell abstumpft und. Ja. Aber wie gesagt, seit den 80er Jahren eigentlich diese Polyester, das kriegt man auch in so Rods, nennt sich das, also solche Zylinder dann in verschiedene Durchmesser, wo man sich das dann runterdrehen kann. Genau. Nächste Möglichkeit natürlich,
das Elfenbein, das echte Elfenbein zu verwenden, sehr, sehr teuer, sehr, sehr, also so ein Elfenbein an sich für eine Pipe, nur diese Projecting Mounts, liegt wahrscheinlich circa bei 1500 €, allein das Material ohne Bearbeitung. Ein Full Set, also Ferrule, String Cap und Projecting Mounts, komplett Elfenbein. Das kann ich dir nicht Das sagen. Doppelte wahrscheinlich, ne? 3000. Das wird nicht reichen, das wird nicht reichen. Das Problem auch bei dem Elfenbein, bei diesen Restbeständen in Deutschland, ist einfach diese Qualität. Elfenbein, wenn es altert, kriegt es Risse, wenn man es nicht richtig pflegt, beziehungsweise wenn es lang liegt, ja. Und ich brauche rissfreies Material. Ich brauche wirklich Top-Qualität, wie beim Holz auch. Und das ist immer weniger verfügbar in den Dimensionen, wo man es auch braucht. Ja. Und dementsprechend ist dann der Preis auch sehr, sehr teuer. Und zusätzlich diese Genehmigung. Wo ich, wenn ich es kaufe, brauche ich eine Genehmigung. Wenn ich es verkaufe, muss ich diese Genehmigung umschreiben lassen. Das ist ein Riesenprozess mit Fotografieren und Gewicht angeben. Und wo habe ich es her und wo geht's hin? Und beim Blackwood auch. Ich muss Buch führen über meine Bestände, ja, über jedes einzelne Stück. Wann habe ich es bekommen? Wann geht's raus? An wen geht's raus? Also ich muss auch die Daten erfassen, dass es nachvollziehbar ist, wo geht es alles hin. Ein Riesenaufwand, wo man so eigentlich nicht sieht, aber ich dann einfach diese Zeit auch dementsprechend investieren muss. Ja, ich bin gezwungen dazu. Wenn du das Elfenbein kaufst beim Händler, macht er den Reibach damit oder wird das irgendwie ein Teil gespendet in den Tierschutz und so weiter? Weißt du da irgendwas? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, es Okay. sind der Altbestände, diese vor, also das letzte Elfenbein ist vor 1990 eingeführt worden. Also bei 1990 war der komplette Stopp mit Einfuhr. Ja. Und es gibt auch diese zwei Sparten an Elfenbein. Das einmal das von vor 1990, das ist in der EU noch, kann man es noch mit sich führen, weltweit nicht mehr. Da brauche ich dann ein älteres Elfenbein, wo nachweislich vor 1974 oder 73 eingeführt worden ist. Und ich brauche halt immer diese Nachweise. Und wenn ich jetzt so ein altes Stück habe, wo kriege ich jetzt den Nachweis her? Also es ist sehr, sehr kompliziert alles. Ich werde kurz eine Geschichte erzählen. Mit meiner alten McRae Pipe, die ist ja 1909, das heißt, sie ist eigentlich offiziell, darf ich die ja mitnehmen, ist ja altes Elfenbein. Und aber ich muss da trotzdem mir einen Nachweis, also so einen Artenschutznachweis machen lassen. Also, dass wenn ich in die Schweiz, also nicht, also außerhalb Der EU. EU, ja, Genau. außerhalb EU, brauche ich so ein Zertifikat, dass ich die mitnehmen darf. Und es war sehr kompliziert, weil da musste ich von dem Instrumentenbauer quasi einen Nachweis bringen, ein Zertifikat. In dem Fall habe ich den Ben kontaktiert. Der hat mir das alles geschrieben, gemacht, die einzelnen Grammzahlen der Bauteile aufgeschrieben, wie viele Teile, wie die Teile heißen, komplett dokumentiert mit Bildern, Skizzen und alles. Mit dieser Bescheinigung musste ich ans Landratsamt gehen und musste denen auch noch meine Bilder und Sachen und einen Bericht mitschicken. Die haben mir dann eine Vorlagebescheinigung ausgestellt. Und mit dieser Vorlagebescheinigung musste ich dann nach Bonn ins Natur- und Artenschutzamt in Bonn und musste denen das vorzeigen, alles. Also die Ben seine Bescheinigung, die Vorlagebescheinigung, plus alle Bilder, Berichte, Notizen, Angaben. Und die haben mir dann quasi ein Zertifikat ausgestellt, wo ich 10-mal außerhalb der EU reisen darf und ist nur 3 Jahre gültig. Also so funktioniert das. Und das hat ein bisschen was gekostet auch. Natürlich. Und so funkt, also das ist sehr aufwendig und ja. Ja, genau. Also Elfenbein einfach, wie gesagt, sehr, sehr schwierig damit umzugehen. Es gibt es noch. Also viele sagen, man darf gar nichts mehr damit machen. Das stimmt nicht, aber es ist halt ein Riesenaufwand. Was man dann verwenden kann, ist zum Beispiel Horn. Büffelhorn ist sehr, sehr geeignet dafür eigentlich. Weil es die Dimensionen einfach hergeben. Das ist halt in der Optik sehr, sehr dunkel, fast schwarz. Ja. Ist allerdings natürliches Material, sehr, sehr angenehm und warm auch. Ich sage, das ist möglich. Jegliche Holzarten kann man verwenden. Das habt ihr bei den McCallum-Pipes zum Beispiel schon gesehen, wird es auch verwendet. Zum Beispiel dieses Mopani als Beschläge, das sieht sehr, sehr schön aus. Ja. Oder wenn jemand unbedingt Elfenbein haben will, dann Mammut-Elfenbein. Es ist weltweit frei mit sich führbar, frei handelbar. Ich habe jetzt ein Stück mal mitgebracht von so einem Zahn. Ja. So sieht es ungefähr aus. Wie alt ist er? Also diese Mammut-Zähne sind einige 10.000 Jahre alt. Die werden War schwer. jährlich, ja, sie werden jährlich einige Tonnen in Sibirien vor allem aus dem Permafrost rausgeholt. Da gibt es Zähne, die sind sehr, sehr groß, die können bis zu 2,5, 3, 4 Meter lang werden und haben Durchmesser von, so habe ich schon gesehen, ja, das ist ein Riesendinger.
Ist ja extrem schwer, Wahnsinn. Ja, das Problem an diesem Mammutelfenbein ist einfach auch diese Qualität zu bekommen. Dadurch, dass es diese tausende Jahre im Boden lag, dass ich da eine rissfreie Qualität bekomme, ist sehr, sehr schwierig und dann kostet es auch. Da liegt der Preis, ich habe es jetzt hier mal notiert, für 1 Gramm bei 1,10 Euro. Ja, 1 Gramm Elfenbein, 1,10 Euro. Das heißt, ich habe von der Pipe so ein Halfset zum Beispiel, diese Projecting Mounts, sind circa 2000 Euro mindestens, wo ich nur für das Material bezahle. Das sind bestimmt 2 Kilo, oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube ein Oder bisschen mehr einer. sogar. Zwei, zweieinhalb. Ja, also das ist kostspielig, aber es ist ein sehr, sehr tolles Material und halt natürliches Material, ja. Sehr, sehr tolle Optik. Genau, das ist schon die Möglichkeit und es ist einfach bedingt dadurch, dass sie schon ausgestorben sind, gibt es da keinen Artenschutz drauf. Ja. Ist das Mammut-Elfenbein hier? Genau, das ist Mammut. Also an meinem Practice-Chan, da habe ich unten ein Mammut-Elfenbein dran. Das sieht aus, eigentlich, wenn ich es neben meine alte Pipe hebe, sieht aus wie echtes Elfenbein. Sogar fast ein bisschen gleichmäßig und schön, ne? Aber das sieht aus wie echtes Elfenbein. Ist ja echtes Elfenbein. Also, ja, wie Elefant. Ja, ist schon ein Wie alter Elefant, Elefant, ja. ja. Halbe Aber Elefant, genau. muss man eigentlich auch, also wenn man jetzt echtes Elfen, also Elefantenelfenbein verarbeiten lassen will oder das austauschen will bei dir, muss man dann ein schlechtes Gewissen haben. Nein, muss man nicht, weil wie gesagt, Deutschland nur noch Altbestände hat. Also es wird für dieses Material, was jetzt noch bei uns sind, diese paar Tonnen, wird kein Elefant mehr getötet. Ja. Also die sind schon gestorben und dann finde ich es schade teils, wenn man es dann verbrennt oder so. Diese Tiere, die werden nicht mehr lebendig dadurch, wenn ich es jetzt anzünde oder in den Mülleimer schmeiße. Ja. Dann verwende ich es lieber für was Hochwertiges, Wertvolles und dann hat es wenigstens noch einen Sinn gehabt. Aber es wird, wie gesagt, nichts mehr importiert, nichts mehr Neues. Ja. Das ist ganz, ganz strikt, da kommt nichts mehr rein. Und deswegen braucht man da auch kein schlechtes Gewissen haben. Es gibt Leute, die sagen, ich will das nicht, dann akzeptiere ich das auch. Das ist ja kein Muss, ja. Aber es, wie gesagt, es wird für dieses Elfenbein kein Tier mehr getötet. Definitiv. Nicht für das, was in Deutschland ist. Was Sehr in gut. China passiert, weiß ich nicht, da will ich es auch gar nicht wissen. Die sind ein bisschen anders drauf, aber bei uns nicht mehr, genau. Wie ist es eigentlich mit, jetzt haben wir Elfenbein, Kunststoff besprochen, so, man kann natürlich auch Ferrules und so weiter aus Holz fertigen lassen, also man kann auch Blackwood-Holz nehmen, das alles schönen schwarzen Glanz hat. Aber es gibt natürlich auch ein sehr hochwertiges Material, das letzte, was uns noch fehlt, Silber. Genau, also es gibt ja diese Beschläge dann aus Metall auch, wo oft zählt, diese Ferrules und diese Slides ohne Ringcaps oben. Diese sind aus Metall gefertigt, da kann ich eigentlich so ziemlich alles nehmen, was mir in den Sinn kommt. Ja, ich habe schon Pipes gesehen aus Messing, mit Messingbeschlägen, das ist dann so goldig, das ist nicht mein Fall. Preiswert ist Aluminium. Genau, früher viel, viel verwendet Nickel. Es gibt allerdings Leute, die haben eine Nickelallergie, hatte ich auch schon das Ding, da musste ich dann alle Beschläge austauschen, weil sie einfach, das ging nicht, über Hautkontakt und dann hatten die einen Ausschlag bekommen. Nickel wird auch kaum mehr verwendet, weil es einfach ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also Es läuft auch anders, es ja. läuft an und beim Gravieren ist das Problem, dass es wohl zu hart ist, oftmals zu gravieren. Also ich kann ja diese Metallbeschläge entweder in glatt, plain heißt das, bekommen oder in graviert. Ja, das heißt, wenn da so ein Muster eingraviert ist, sieht man es so einigermaßen zum Beispiel, genau. Und da bekommen, wisst ihr ja wahrscheinlich selber, zig Muster, Auswahlmöglichkeiten, dann einmal in Maschinengravur oder in Handgravur, dementsprechend der Preis. Und wie gesagt, bei Nickel ist sehr, sehr schwierig durch die Härte vom Material, deswegen wird es kaum mehr verwendet. Also das gängige heutzutage ist eigentlich Aluminium oder Silber, Sterling-Silber. Der Silberpreis an sich ist gar nicht so hoch. So ein Gramm Silber kostet ca. 50 Cent. Also es ist jetzt nicht die Welt. Ist sogar die Hälfte vom Mammutelfenbein. Aber diese Gravuren, die laufen dann halt richtig ins Geld, die Bearbeitung, ja, diese Beschläge herzustellen. Das heißt, ich muss ja diese Ringe machen und das alles anlöten. Der kleine Wulst oder was auch immer dran ist, das muss ich alles anlöten. Und dann diese Gravur. Ja, also wenn ich eine Handgravur habe, dann wird es richtig teuer, je nach Muster. Maschinengravuren sind günstiger, allerdings ist für mich dann immer so die Sache, ja, wenn ich schon so ein hochwertiges Material habe, dann meiner Meinung nach passt dann eigentlich auch nur eine hochwertige Verarbeitung dazu und das ist für mich eine Handgravur.
Ich bekomme meine Beschläge, diese handgravierten Beschläge aus Kanada. Ja, es gibt weltweit ganz, ganz wenige Graveure, wo Beschläge gravieren. Die meisten Pipesteller haben ihre eigenen Graveure, geben aber keine Beschläge raus. Das heißt, ich kann eigentlich nur eine fertige Pipe kaufen. So. Und für mich natürlich schlecht, weil die Pipe mache ich ja selber, ich brauche nur die Beschläge. Und wie gesagt, da gibt es weltweit nicht viel. Ich glaube, eine Handvoll Leute, wo das dann machen. Und einer der hochwertigsten, der sitzt in Kanada, der es komplett von Hand macht. Top-Qualität. Er ist sehr, sehr zuverlässig. Also, das ist für mich auch wichtig, dass wenn ich dann irgendwie was bestelle oder was anfrage, dass ich dementsprechend auch, dass der Kontakt zustande kommt und er mir dann auch schnell eine Antwort gibt. Ja, ich habe schon mit Schottland mal probiert, da hat es gar nicht funktioniert. Ja, die melden sich 3, 4, 5 Wochen nicht und dann kriegt man keine definitive Auskunft und was weiß ich. Das macht dann auch keinen Sinn. Und in Kanada, der ist wirklich fit und da funktioniert das gut. Darf ich kurz, und das ist schon von dir selber Ja. gerade, aber zeige ich nachher. Genau. Das sind einfach die Möglichkeiten an Beschläge, was ich habe. Wie gesagt, ich könnte es aus Gold machen lassen oder was weiß ich, was euch da einfällt. Das ist dann einfach eine Preissache, ja, und eine optische Geschmackssache, was euch da so gefällt. Genau, Und auch eine das Gewichtssache. auch eine Gewichtssache, klar. Also wenn ich so ein Full Silver Set habe, das ist schon dementsprechend schwer und das darf man nicht unterschätzen, ja. Dass diese Pipe dann mit der Zeit einfach nach unten drückt beim Spielen, ja. Also die liegt dann nicht mehr so locker flockig unterm Arm, sondern das Ding, das hat dann richtig Gewicht und drückt. Und ob man das braucht. Und man muss dazu sagen, solche Metallbeschläge haben Einfluss auf die Temperatur vom Instrument. Also wenn ich jetzt eine Pipe habe, wo so Silver Slides dran sind, dann bildet sich an dieser Stelle in der Bohrung als erstes Kondensfeuchtigkeit, weil das Metall, wenn es kalt ist, diese Temperatur ans Holz überträgt. Ja. Also an dieser Stelle, wo diese Hülse sitzt, ist in der Bohrung als erstes Kondensfeuchtigkeit. Muss man auch noch beachten. Genau. Ja, also der Ben macht ganz tolle Sachen. Es soll ja heute keine Werbeveranstaltung für den Ben sein, aber ich bin einfach so total überzeugt vom Ben. Nicht nur, weil er ein guter Freund ist und ein guter Pipe-Kolleg, sondern weil er halt auch wirklich gute Arbeit macht und auch nicht nur, was das Piping angeht, auch so alles. Wenn der Ben ein Stück Holz in die Hand nimmt, dann ist es verzaubert auf einmal. So kann man es eigentlich ausdrücken. Und ich hatte letztes Jahr Geburtstag, meinen 40. Ich habe den Band eingeladen. Und dann kam er auf einmal. Ich muss das jetzt einfach mal so als Aufhänger hier. Dann kam er, der Band, mit so einem alten Eichenast, also so einem Baumstamm. Und auf diesem großen, alten, schönen Baumstamm lag dann diese Schatulle drauf. Und die Schatulle ist handgemacht. Also sowas kann man nicht kaufen. Das ist unglaublich. Also, und dann habe ich gedacht, ach Gott, was, Ben, was machst du denn da? Da habe ich die Schatulle aufgemacht und dann lag da ein bisschen nach vorne drin, ein Practice Chander drin. Dann habe ich den Practice Chander rausgenommen. Dann habe ich erst mal dieses Kunstwerk gesehen. Also wir fangen mal oben an, im Mundstück oben. Das ist aus Horn, also ein Hornmundstück. Dann haben wir hier einen Silberring verarbeitet. Dann haben wir hier das Mundstück komplett. Und ihr seht, das ist sogar handgraviert, das aus Holz, aus Blackwood hier. Schöne Muster drin. Haben die Namen, die Muster? Ja, da haben wir eine Plakette und auf der Plakette ist quasi mein Logo drauf. Seht ihr das? Ein bisschen. Also alles von Hand graviert und nicht geklebt. Das ist sogar so vernagelt. Und dann haben wir unten hier noch so einen Ring drum. Ein Silberring. Und auf diesem unteren Ferrule hier ist ein Drache drauf graviert mit, und was, und die Augen sind aus Rubine. Oder was sind das? Granat. Granat, Rubin wäre zu teuer. Und da haben wir dann alles so handgraviert, also so ein Drache. Und der Drachenschwanz, der geht dann am Schluss hier ins untere Holz mit rein. Dann sehe ich genau, wie ich den Chander quasi so zusammentreten muss, dass der Drachenschwanz so übereinstimmt. Und dann ist auch das Wappen vorne beim Spielen. Schöne Chande, schöner Klang. Unten Mammutelfenbein und unten drin noch so ein handgravierter Silberring. Und das hat der Band halt alles auch selber graviert und so weiter. Also unglaublich. Ich habe noch nie so ein Geschenk bekommen. Bin ich dir
Immer dankbar. Ja. Habe fast schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Das war das Ziel. Und, ja, also es macht total Spaß, mit dem zu spielen. Und diesen Aufhänger mit dem tollen Chant, nehme ich jetzt einfach mal, dass der Ben seine Practice-Chant, vielleicht ein bisschen was über seine Practice-Chant auch erzählen kann. Was du, wie du die herstellst oder was für Modelle das es da gibt. So. Ja, seit ein paar Jahren mache ich Practice-Chant. Habe ich mal noch nebenher so ein bisschen entwickelt. Ja, ich habe das jetzt nicht neu erfunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Practice-Chanter. Habe diese guten dann quasi mal vermessen und habe selber auch noch ein bisschen rumprobiert und Kleinigkeiten noch verbessert, was den Klang noch ein bisschen meiner Meinung nach verbessert hat, verändert hat. Genau. Also was ich momentan herstelle, ist alles aus Blackwood komplett. Ja. Oberteil und Unterteil. Viele sagen immer, ja, das Practice-Chant, der Oberteil ist Blackwood, dann reißt das bloß und so. Ich habe bisher an diese ganze Practice-Chant, wo ich hergestellt habe und wo Leute spielen, habe ich noch keine Rückmeldung über Grüße bekommen. Ja. Also es funktioniert, es muss kein Kunststoff oben sein, es geht auch mit dem Holzoberteil. Ja. Ausführung bei mir, ich sage immer, eigentlich Kundenwunsch bedingt. Jeder kann eigentlich das haben, was er gern will, was der Geldbeutel hergibt. Von Holzbeschläge über Metallbeschläge, Aluminium, Silber, Silber handgraviert. Genau. Der Großteil dieser oder der Hauptteil von den Beschlägen graviere ich selber nicht. Dazu fehlt mir leider die Zeit, beziehungsweise auch das Geschick. Ich habe das von Andi jetzt gemacht, aber ich bin da stundenlang dran gesessen und das geht mir nicht so flüssig von der Hand, wie wenn ich das jetzt ein Profi macht. Ja. Deswegen lasse ich das dann da in Kanada herstellen, der das wesentlich noch besser macht wie ich so. Ja, besser wie das geht ja. Auch. Genau. Aber die Ausführungen sind da sehr, sehr verschieden. Ihr seht auf meiner Website, auf meiner Homepage, könnt ihr mal schauen, da hast verschiedene Bilder drin. Diese sind auch kombinierbar. Wenn du jetzt sagst, okay, ich will oben Holzbeschlag, unten Metallbeschlag, das ist alles machbar, ja. Genau. Also im Normalfall, wie gesagt, Oberteil, Unterteil aus Blackwood, das Mundstück aus Kunststoff. Beim Andi habe ich es jetzt aus Büffelhorn gemacht. Das Büffelhorn ist feuchtigkeitsanfällig, deswegen ist so das Gängige eigentlich schon der Kunststoff beim Mundstück oben. Wenn jetzt allerdings jemand sagt, okay, ich will es aus Büffelhorn, dann kann ich das auch machen, das ist kein Problem. Man kann es ja tauschen, wenn es reißt. Man kann es auch tauschen, genau. Das ist ja verschraubt, kommen jederzeit hin. Genau, ja. Ja. Ja, sie sind komplett handgefertigt. Also ich habe keine Kopierdrehbank oder irgendwas. Jedes Stück ist einzeln von Hand rausgedreht, ja. Deswegen ist jedes Stück eigentlich ein Unikat. Ja, wenn man es genau betrachtet. Also natürlich sind die Pipes von den großen Herstellern, egal wie sie alle heißen, McCallum und Co. Das sind alles Top-Pipes, Top-Qualität. Also da kann man mega Sound rausholen, alles. Also was Band macht, ist halt ein bisschen was anderes. Ist halt so Unikate von Hand. Man sieht auch, wenn was gemacht ist, dass es von Hand gemacht ist, weil es keine maschinelle Geradlinigkeit hat. Teilweise natürlich schon die wichtigen Teile, aber es ist so ein Akzent von Handarbeit. Und ich persönlich finde natürlich auch die Seele von einer Pipe oder von dem Instrument sehr wichtig. Und die Seele ist in meinen Augen da oder viel sanfter und schöner im Klang, wenn der Handwerker seine Arbeit und seine Seele da reinsteckt. Wieder ein bisschen was Esoterisches heute im Vormittag, aber das ist auch meine Einstellung. Ich bin Fan von Naturmaterialien und von Handarbeit. Deshalb habe ich auch eine alte Pipe. Aber die neuen Pipes, ich habe schon so viele von Schülern in der Hand gehabt, gespielt, die klingen super, also da habt ihr auch sehr gute Instrumente. Man muss das jetzt nicht machen. Das ist so was, wo man, wenn man ein paar Jahre Pipe spielt, man will sich mal was Gutes tun und wenn man immer arbeitet und Stress hat, und dann kann man sich mit so was Besonderem mal was Gutes tun. Genau, ja. Ja, wenn, wie viele Pipes hast du in deinem Leben schon gebaut? Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, die letzten paar Fragen, und dann dürft ihr noch was fragen. Genaue Anzahl weiß ich gerade aktuell, da habe ich so schätze um die 10 Stück rum. Also ihr seht, ich mache relativ wenig Pipes komplett. Mehr, oder? Das ist doch für dich schon 3, 4 gebaut.
3. Ja, dann sind es vielleicht 12, aber es ist jetzt nicht diese Menge, wo ihr euch vielleicht vorstellt, dass ich da im Jahr 50 Pipes raushaue. Das ist einfach bei mir bedingt, dass ich nur nach Kundenwunsch fertige. Das heißt, jedes Instrument, was ich rausgebe, ist von einem Kunden direkt an mich, von mir so bestellt. Ja, ich habe jetzt keine Standardmodelle, das gibt es bei mir nicht. Und bei mir natürlich preisbedingt, weil ich einfach diese Preise von großen Herstellern nicht halten kann. Da geht es schon los mit Materialeinkauf. Ja, ich kaufe keine riesigen Mengen Holz ein, wo ich dann günstiger kriege. Das geht bei mir nicht. Aber dafür liegt bei dir das Holz wirklich 10 Jahre im Schrank. Genau, mein Holz ist halt wirklich abgelagert. Und ja, ich mach die ganze Fertigung passiert von Hand, also quasi ohne CNC, ohne Computerunterstützung. Das braucht einfach Zeit. Und wichtig, denke ich, oder ist meiner Meinung nach auch besser, was, dass man sich die Zeit nimmt. Wie gesagt, das Ding kostet Geld und dann soll da was Vernünftiges dabei rauskommen. Ja. Und dass es heißt, wow, das Teil kostet jetzt 3000 Euro und jetzt kriege ich irgendeinen Schmarrn da, wo der nicht funktioniert oder sich scheiße anhört, das will ich nicht. Ich gebe nur was raus, was funktioniert, wo ich damit zufrieden bin. Ja. Genau. Ja, was war denn dein kuriosestes Erlebnis in all den Jahren? Es gab so ein paar, so spontan fällt mir jetzt einfach ein, wo ich damals Mammutelfenbein gekauft habe. Das war so ein, wo ich, das ist das Stück, was ich euch gezeigt habe. Dieses hier, das ist noch das Reststück davon, das war ungefähr doppelt so lang. Und ich war auf der Suche, dass ich für eine Pipe das Material bekomme. Wir brauchen ungefähr ein Stück, das 30 cm lang ist, ja. Und ich habe im Internet rumgesucht und getan und dann irgendwann bin ich auf eine Adresse gekommen, das von Russen, die in Deutschland leben, die das verkaufen. Und dann hatte der so ein Bild auf seiner Seite, wo ich dachte, okay, das Stück passt. Und habe gesagt, ich will das gern persönlich abholen, um es anzuschauen. Und es war dann so von mir aus damals so knappe 4 Stunden zu fahren. Und dann bin ich dahin gefahren, das war in unserem Wohngebiet mit so fast schon villenartig, lauter so Bungalows und bin dahin und dann war die Adresse da und bin dann davor gestanden, war so ein Tor und eine riesenlange Einfahrt nach hinten und irgendwo stand ein Haus. Dann wusste ich nicht, muss ich da jetzt rein oder wie läuft das ab? Und dann bin ich halt da langsam hintergelaufen und dann war da so ein nobles Wohnhaus und hab da geklingelt und dann ganz nette Leute so an sich, aber es war eine komische Situation, weil ich da gar nichts wusste und dann bin ich in das Haus rein und dann hat er mir das so gezeigt, das Stück, was ich da so wollte eigentlich. Und dann dachte ich mir so, ja, das passt nicht ganz so, das haut nicht so hin. Und dann habe ich gefragt, ob er noch was anderes hat. Dann sagte er so, ja, ich soll mal mit ihm mitkommen in die Garage, da hätte er noch was. Dann laufen wir in diese Garage rein und dann liegen da, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilogramm an Mammutelfenbein auf dem Boden rum. Also ein Riesenhaufen. Und ja, da könnt ihr mir was aussuchen, das wäre das, was er jetzt gerade so bekommen hat, so spontan. Und da waren wirklich Sachen dabei, wo ich, wie gesagt, noch nie gesehen habe. Die hatten Durchmesser, das so fast 20 cm Zahnstücke im Durchmesser, wo man schon denkt, wenn man sich das dann als kompletten Zahn vorstellt, das muss schon massiv Riesen sein. Zahn, Ja, ja. ja. Das Gewicht, was der Elefant tragen musste, oder? Ja, also da gibt's Sammlerstücke, so ganze Zähne, die werden als Sammlerstücke verkauft. Da kostet dann so ein Zahnpaar, kostet locker mal ein paar hunderttausend Euro, wenn es hochkommt, ja. Also es ist ein Riesengeschäft. Auf jeden Fall war das sehr, sehr strange ein bisschen da mit der Garage und dann der liegt da der Haufen Elfenbein im Wert von was weiß ich, Zehntausende Euro rum und dann mit den Russen da und so, aber war alles gut und ja, dann habe ich da halt spontan ein Stück Mammutelfenbein für knappe 5000 Euro gekauft, wo so nicht geplant war, aber ja, das war eigentlich Ah ja, genau super. Ja, interessant richtig. auch. Ja. Ja, und Bench, was für letzte Frage, was für Zukunftspläne hast du mit deiner Werkstatt, mit deinem Pipe bauen, mit dem Dudelsack spielen? Hast du da irgendwelche Pläne für die Zukunft oder machst du so weiterhin Reparaturen und so Sachen? Wie hast du das verstanden? Also momentan, bedingt durch den Umzug, habe ich keine Werkstatt. Das heißt, ich kann momentan keine Arbeiten ausführen. Bin jetzt aber dabei, dass ich dementsprechend vielleicht dieses Jahr noch wieder eine Werkstatt einigermaßen beieinander habe. Das heißt, das Ziel ist einfach, dass die Werkstatt wieder da ist, dass ich wieder Arbeiten machen kann, vor allem Reparaturarbeiten. Ich denke, mit Schottland ist es mittlerweile auch sehr, sehr schwierig mit dem Austritt aus der EU, dass es da funktioniert, das Hin- und Herschicken, dass ich da einfach einen kleinen Service bieten kann. Genau. Natürlich weiterhin Pipes zu bauen, hochwertige Pipes auf Kundenwunsch, macht immer sehr viel Spaß. Und genau,
Im Pipe-Spielen selber ist bei mir gerade relativ ruhig. Ja, ist halt wahrscheinlich Corona-bedingter und jetzt privat ein bisschen so Stress gehabt, aber ja, da lasse ich mich überraschen und bleibe weiterhin auf jeden Fall dabei. Und dann sagen wir mal, was die Zukunft so bringt, genau. Sehr gut. Ja, im Leben des Pipers gibt es immer Zeiten, wo man mehr übt und Zeiten, wo man weniger übt. Und das Wichtige ist eigentlich die Beständigkeit, dass man nicht alles einfach hinwirft, sondern dass man auch in den mageren Zeiten noch ein bisschen dabei bleibt und diese übersteht. So, und jetzt kommen wir zum Ende des Workshops. Ihr bleibt alle noch online, bitte. Ich mache jetzt die Aufnahme aus, die dann später irgendwo auf meiner Seite mal hochgeladen wird. Macht euch keine Sorgen, euch sieht niemand. Wir hören alle nur auf dem Band. Und vielen Dank für eure Teilnahme und auch vielen Dank an die Zuschauer des YouTube-Kanals. Ihr könnt mich gern abonnieren, sagt man ja so heutzutage. Und weitere Videos in den nächsten Monaten dann auch sehen und hoffentlich auch in den nächsten Jahren. So, also ihr bleibt bitte alle noch da und ich beende jetzt das Video. Ja, von meiner Stelle noch vielen Dank für die Einladung, Andi. Sehr Und gern. nett, dass ihr alle dabei seid. Genau. Ich hoffe, es war interessant. Ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen. Wie gesagt, ist in diesen 1,5 Stunden einfach nur ein ganz, ganz kleiner Einblick. Und ja, aber ich denke, es hat euch gefallen soweit. Ach super, vielen Dank.